Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS und willkommen zur zweiten Folge von SFS Tutorial. Wie ihr schon seht, hier ist eine Undock-Schleuse. Heute kommt das Undock-Tutorial dran. Und dazu habe ich schon mal eine kleine Rakete gebaut. Die ist der von der letzten Folge ziemlich ähnlich. Hat aber weniger Treibstoff. Trotzdem schaffen wir das locker. Ich würde sagen, starten wir einfach mal. Ich habe schon mal ein Objekt hier platziert. Im Grunde genau dieselbe Rakete. Ihr seht, fast 50% Treibstoff. Also sollte das ganz einfach klappen. Der Orbit ist 50-50. Das ist also ziemlich leicht, dahin zu kommen. So, machen wir das Triebwerk an. 80% wieder. Und wie immer, wie beim Orbit-Tutorial, genau dasselbe machen. Ja, in der Zwischenzeit gab es auch ein kleines Update. Es hat nicht wirklich viel Sachen enthalten. Da waren so ein paar Beispielraketen, die hinzugefügt wurden. Und es gab auch so Benachrichtigungen, die im Spiel dann aufgepoppt sind. Zumindest bei mir. Und ja, ansonsten war es das schon. Jedenfalls fliege ich hier wieder durch die Gegend und versuche den Orbit natürlich zu erreichen. Da haben wir auch schon die niedrige Atmosphäre verlassen. Ich drehe ein bisschen zu stark, ich weiß. Deshalb mache ich auch ein bisschen den Schub schwächer. Wir sind nämlich jetzt schon drüber hinweg. 20 Kilometer senkrecht zeigen. Das hier kann man auf jeden Fall nicht mehr als Orbit-Tutorial nehmen. Weil ich gerade grottenschlecht fliege. So, Treibstoff leer. Nächste Stufe. Und da fliegen wir weiter. ECS-Düsen an, um besser steuern zu können. Und wir sind schon ziemlich schnell, deshalb würde ich tatsächlich ein bisschen warten, bis wir kurz vor der Apoapsis sind. Immer dicht dranbleiben. So, wir haben noch keinen Orbit, aber jetzt haben wir den Orbit. So, dann können wir ja mit dem Docken-Tutorial anfangen. Also, ihr habt natürlich zwei Objekte. Die beiden Objekte brauchen natürlich eine Undock-Schleuse. Ist egal welche Größe, die passen alle zusammen. Und ich würde euch empfehlen, dass das Objekt, was ihr ansteuert, dass es einen höheren Orbit hat. Das macht das Ganze einfacher zu navigieren. Ich setze es einfach mal als Ziel. Und jetzt seht ihr hier überall diese gestrichelte Linie. Ja, also hier steht einmal Transfer. Da müsst ihr dann anfangen, die Düse zu zünden. Und dann wird hier ungefähr die Begegnung sein. Ich speichere mal kurz. Es gab nämlich, also bei meinen Anfängen, so ein paar Probleme, wie ich das nämlich gemacht habe. Ich zeige euch das mal kurz. Ich habe so lange gewartet, bis ich dem Objekt ziemlich nah war. Moment, ich fokussiere das mal kurz. Und dann habe ich einen echt dummen Fehler gemacht. Das bitte nicht nachmachen. Nämlich habe ich bis hier gewartet.
Ja. Und hab dann sowas hier gemacht. Ich sag euch, macht das nicht. Ihr zerstört damit euren Orbit. Wir haben jetzt hier vielleicht eine Begegnung oder so, aber ihr habt keinen Orbit mehr. Deshalb lasst das einfach. Sowas bringt euch nichts. Wenn wir jetzt weiter nach vorne gehen, also weiter reisen, wir kommen zwar in die Nähe, aber jetzt könnte ich nochmal verlangsamen. Und das würde komplett alles kaputt machen. Ja? Ich meine ja nur, jetzt sind wir wieder zu weit weg und wir haben überhaupt keinen Orbit mehr. Der Orbit ist kaputt. Und wenn man das immer so weiter treibt, hat man irgendwann keinen Treibstoff mehr. Und das bringt einem nichts. Es ist Treibstoffverschwendung. Und so kommen wir der Sache nicht näher. Deshalb nochmal zurück. Laden. Und da solltet ihr wirklich hier auf dieses Transfer warten. Auf diesen Transfer. Und zwar warten, bis eine Zahl angezeigt wird. Ja? Und das könnte ein Weilchen dauern. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. So, ich bin kurz davor. Dann fokussiert mal am besten die Rakete. Dann seht ihr schon, wie ihr näher kommt. Schön verlangsamen. Und jetzt seht ihr da diese kleine Zahl auftauchen. Und was ihr jetzt machen müsst in die Richtung vom Pfeil zeigen. Da. Und am besten ein bisschen weniger Schub nehmen, ja? Wenn ihr zu viel Schub habt, bringt das euch nichts. Düse anmachen und warten, bis ihr in die Nähe kommt. Jetzt steht da minus 5. Durch die RCS-Düsen kann man das leicht, sehr leicht ausbalancieren. Deshalb würde ich euch auf jeden Fall RCS-Düsen empfehlen, vor allem beim ersten Mal. Und dann warten wir einfach. Wir gucken mal, wo die Begegnung ist. Hier. Das heißt, wir spulen jetzt mal ein bisschen vor und warten. Und warten. Und warten noch ein bisschen. Jetzt steht da so eine extrem merkwürdige Zahl. Das heißt, ihr seid sehr nah dran. Ja? Ich bin sogar schon wieder vorbei. Jetzt solltet ihr am besten umdrehen, wieder in Richtung vom Pfeil zeigen, wieder die Düse zünden, weil ihr dann einen etwas ähnlichen Orbit bekommt. Ja? Also ihr solltet auf jeden Fall aufpassen. Hier habe ich schon die 50 Kilometer erreicht. Ihr solltet keinen exakten Orbit haben, ja? Das wäre nicht so schön. Aber einfach mal so lange machen, bis da 0,0 Meter pro Sekunde steht. Und habt keine Angst, dass das jetzt nicht mehr klappt. Wartet einfach lieber eine Runde mehr. Es wird schon. Einfach ein bisschen warten. Und da haben wir das Rendezvous. So nennt man das. Das heißt einfach, wenn zwei Objekte sich treffen. Da haben wir es. Aber ich würde gern noch ein bisschen mehr warten. Halt einfach eine Runde mehr. Das macht das Ganze effizienter. Und vor allem, wenn ihr wenig Treibstoff habt, ist das recht nützlich. So, da kommen wir schon ziemlich nah. Und diesmal ist es ein viel besserer Orbit. Hier, ihr seht es schon. Ja, ich würde tatsächlich nochmal warten. Also noch ein Orbit. Ihr habt ja Zeit. Wofür die Eile? Wir warten einfach noch ein bisschen. Und da haben wir es auch gleich wieder. So, ihr seht jetzt, ich bin ein bisschen weiter hinten von der Bahn. Da kann man ein bisschen entgegenwirken, indem man
ein bisschen nach rechts geht. Ich würde aber nicht zu viel machen. Immer so ganz, ganz leicht das verändern. Und natürlich abbremsen, damit ihr nicht gegen das andere Objekt gegenstoßt. So, jetzt sind wir direkt daneben. Müssen einmal natürlich umdrehen. Und dann müssen wir nur noch andocken. Dazu sind natürlich die RCS-Düsen besonders nützlich. Und da haben wir es. Im niedrigen Erdorbit angedockt. Und so funktioniert das einfach. Ihr braucht einfach nur sehr viel Geduld. Wenn ihr Geduld habt, klappt das schon. Und ich versuche gerade einen 50 Kilometer Orbit hinzukriegen. Deshalb fliege ich bis hierhin und na komm schon. Die RCS-Düsen sind halt auch ein bisschen sehr stark. So, 50-50. Dann teilen wir hier mal noch den Treibstoff auf. So, 43-43. Das ist mehr als genug. Und ja, jetzt können wir damit beginnen, beide wieder zurückzubringen. Die Mission war ein Erfolg. Und fliegen wir zurück. Wieder warten, bis die Geschwindigkeit bei etwa 1,5 Kilometern pro Sekunde liegt. Ich würde gerne den Fokus bannen, der nervt nämlich ein bisschen. So, und dann wartet ihr am besten einfach, bis ihr dicht über 30 Kilometer seid und dockt das dann ab. Damit habt ihr Kontrolle bis zur letzten Sekunde, bis kurz bevor ihr in die Erdatmosphäre, einsteigt. Und da segeln wir auch durch die Luft. Ich mache das gleich mit der anderen Rakete auch noch. Ich empfehle es euch nicht gleichzeitig zu machen, aber könnt ihr machen, wenn ihr wollt. So, jetzt schnell hier rüber wechseln. Mal gucken, wo ist das andere Teil? Da hinten ist weit genug weg. So, hier sinken wir schön. Das befindet sich noch auf dem Flug. Und da haben wir es. Zwei kleine Fallschirme, damit wir sicher auf der Erde landen. Und die Andockschleuse, damit wir natürlich andocken können. Meter. Ich warte immer ein bisschen. Vor allem jetzt, wo wir zwei Fallschirme haben, können wir noch länger warten. Ich würde so bis 500 Meter Höhe warten. Das verkürzt dann die Wartezeit. So, beide Fallschirme öffnen. Oh, und da ist gerade die zweite Stufe auf dem Boden aufgeprallt. Ja, und da segeln wir durch die Luft. Ich hätte es sogar noch später machen können. Da sind wir kurz vor der Erdatmosphäre, okay. Dann wechseln wir mal gleich dahin. Na komm schon.
Ich mach mal einen Fallschirm kaputt, damit wir schneller landen. So, da sind wir gelandet. Gehen wir hier rüber und auch abtrennen. Wo ist denn die andere Kapsel jetzt hin? Die ist doch gelandet. Huch. Na egal. Die ist auf jeden Fall gelandet. Das können wir ganz sicher sagen. Und dann segeln wir hier auch durch die Erdatmosphäre mit unserem Hitzeschild dran. Schade, dass das Hitzeschild kein eigenes Objekt ist. Wäre schön, das an größere Objekte wie zum Beispiel an einem Space Shuttle ranzumachen. Da könnte man so ein gerades Objekt brauchen, also so ein gerades Hitzeschild und dann so zwei Ecken, um das so ein bisschen abzurunden. Das wäre wirklich schön. Vielleicht kommt das ja auch bald. Das ist ja hier nur so ein Test mit dem Hitzeschild. Und bisher gibt es ja auch noch nicht sowas wie, also Atmosphäre gibt es halt schon, aber dass man beim Eintritt in die Atmosphäre verglühen kann, das gibt es halt noch nicht. Die sollen aber auch bald hinzugefügt werden, deshalb mache ich mir da keine Sorgen, dass wir irgendwann auch Hitzeschilde so haben können. So, diesmal warte ich natürlich ein bisschen länger. Nicht bis 500 Meter, sondern, keine Ahnung, bis 300 Meter. Dann geht das insgesamt schneller. Wir landen ziemlich gleichzeitig hier. Die Kapsel und die zweite Stufe. So, 900 Meter bereit machen. 4 Meter, 3 Meter, 2, 290. Da habe ich es geöffnet. Oh, wir sind ziemlich dicht über dem Boden. Oh, und die zweite Stufe ist weg. Ja gut. Dann landen wir das nochmal schnell. Und da sind wir auf der Erde aufgekommen. Mission beenden. Und das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge werde ich dann, glaube ich, zum Mond fliegen. Keine Ahnung, vielleicht wollt ihr noch was anderes sehen oder so. Aber ich würde auf jeden Fall zum Mond. Also, Leute, bis zum nächsten Mal und